Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur Slendytube Bundesliga Abstiegskonferenz 2014-2015. Heute am letzten Spieltag der Bundesliga präsentiere ich euch die drei Abstiegsduelle. Wir befinden uns hier aktuell in Paderborn gegen den VfB Stuttgart. Das wird Partie Nummer 1 sein. Parallel werden wir uns anschauen. Der Hamburger SV empfängt Schalke 04 und als drittes Duell natürlich dann der absolute Kracher Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Also drei Abstiegspartien, in der wir à la Sky-Konferenz während des Spiels wechseln werden und auch wenn Tore in den anderen Partien fallen sollten, werden wir uns das natürlich dann sofort angucken. Ihr kennt es ja vermutlich alle. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Also heute nochmal ein ganz besonderes Special-Video zum Ende dieses Let's Plays ja auch. Es ist ja dann die letzte Folge in dieser Saison. Wir gucken uns jetzt mal die Aufstellung der Paderborner an. Im Tor Lukas Kruse, davor die Viererkette mit Heinloth, Strodig, Hünemeyer und Hartherz, Doppelsechs mit Bakalotz und Franschic, auf den Außen Kotsch und Stoppelkamp und Lukas Rupp hängend hinter Serdan Lakic. Identische Aufstellung wie letzte Woche bei der knappen Niederlage gegen Schalke, bei der sehr unverdienten Niederlage gegen Schalke. Stuttgart mit Ulreich im Tor, davor Schwab, Baumgartl, Rüdiger und Klein. Doppelsechs mit Die und Gentner, Harnik und Kostic auf den Außen und die Davi vorne hinter Daniel Ginczek. Es kann heute viel passieren, insgesamt 6 Clubs kann es noch in den Abstieg hinunterziehen in die zweite Liga. Ich habe Hertha BSC Berlin heute mal außen vor gelassen, wir nehmen einfach mal an, die gewinnen, dann sind die nämlich eh draußen. Hier ist es interessant, Paderborn kann nur noch den Relegationsplatz erreichen mit einem Sieg hier gegen Stuttgart. Stuttgart kann sowohl direkt absteigen als auch in die Relegation als auch direkt oben bleiben. Das hängt dann von den anderen Partien ab. Ja, wir werden sehen, was hier so passiert und wie gesagt, dann bei Ereignissen oder auch nach einer gewissen Zeit einfach mal zu den anderen Partien schalten. Hier gibt es aber dann demnächst den Anstoß der VfB in den weißen Trikots von rechts nach links. Auf geht's. Sind wir gespannt, was hier heute passiert. Ich zitter wirklich jetzt schon sehr, sehr mit meinem Hannover 96, mit meinen 96ern, die ja dann morgen tatsächlich noch gegen den Abstieg spielen, also für euch heute. Und wir gucken uns an, was der VfB macht. Kostic gleich mal offensiv. Schön. Boah, faul. Finde ich jetzt eine harte Entscheidung. Gucken wir uns gleich nochmal an, nehme ich an. Und dann, wobei ich glaube, wenn er so rumläuft, nein, sehen wir es nicht an. Freistoß für den VfB, zweite Minute, Kostic, gute Position. Und vielleicht die erste Möglichkeit für die Stuttgarter, Kostic. Mit der Flanke, Ginczek, guter Kopfball, sehr guter Kopfball, Stuttgart führt. Eieiei, so kann es losgehen. Zweite Minute, 1:0 für den VfB Stuttgart, Daniel Ginczek. Katastrophenverteidigung beim SC Paderborn, der in diesem Moment abgestiegen ist. Ei, ist das bitter. Wir gucken es uns nochmal an. Freistoß. Und da steht Kostic fast auf der 16er Linie und dann trifft er den Ball perfekt. Der geht über alle Verteidiger drüber und genau ins Eck. Da hat Lukas Kruse keine Chance, wobei er sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen könnte. Das ist bitter. Das ist aber so richtig bitter. Ganz, ganz früher Rückstand für den SCP. Daniel Ginczek lässt den VfB träumen, der in diesem Moment natürlich direkt oben geblieben ist. Aber noch sind ja jetzt hier 88 Minuten zu spielen, aber natürlich ein optimaler Start für die Schwaben. Das tut weh, das ist klar. Aber Paderborn muss sich jetzt hier aufrappeln, sie haben keine andere Chance. Sie müssen hier zurückkommen, ansonsten können sie den Gang in die zweite Liga direkt antreten. Brancic. Brancic, probiert's! Nicht so schlecht, gute Antwort von Paderborn. Brancic probiert's da mal aus knapp 20 Metern und so weit war der, glaube ich, nicht vorbei. Nein, kann man nicht sagen. Gute erste Chance also für Paderborn. Und man muss ja auch... Tor in Hamburg! Gut, dann ab nach Hamburg. Der Bundesliga-Dino führt 1:0 für den HSV. Zoltan Stieber. Dritte Minute, hier geht's fast so schnell los wie in Paderborn. Toll gespielt hier von Luis Holtby mit Zoltan Stieber. Der ist völlig frei, die Schalker Abwehr ist nicht existent in diesem Moment. Fährmann völlig chancenlos da, steht da allein gegen Stieber, der das natürlich ganz, ganz cool macht und den HSV hier ganz, ganz früh in Führung bringt. Es geht für zwei richtig gut los. Und zum aktuellen Zeitpunkt kann man sagen, ist Hannover abgestiegen, ist Paderborn abgestiegen und Freiburg auf dem Relegationsplatz. Ich glaube nicht, dass jemand erwartet hätte, dass das hier so dermaßen schnell losgeht. Und Schalke, das ist eine Katastrophe. Das ist genau das, was sie in den letzten Wochen schon immer gemacht haben. Da sehen sie ganz, ganz schlecht aus.
hinten eine wirklich eine Katastrophe. Und man hatte ja angekündigt, sich hier beim letzten Spiel der Saison nochmal richtig gut zu präsentieren. Davon ist bislang absolut nichts zu sehen. Offensiv keinerlei Aktionen der Schalker. Und dann wird es für Trainer Di Matteo und auch Manager Horst Held ganz, ganz schwer, wenn man hier heute so weiterspielt. Vielleicht jetzt die erste Chance. Huntela! Erste gute Chance für Schalke. Tolle Reaktion von René Adler. Da haben sie doch wenigstens gezeigt, dass sie es offensiv auch noch können. Aber Adler vermasselt ihnen hier den ganz, ganz schnellen Ausgleich. Marco Höger ist wieder mit von der Partie. Nach seiner einwöchigen Suspendierung jetzt wieder im Mannschaftstraining und auch eben heute in der Startelf. Hat sich allgemein gefreut, als er wieder da war. Auch wenn das ja noch vor ein paar Tagen ganz anders klang. Meier. Choupo-Moting. Schalke ist gewillt. Eigentlich müsste man denken, sie müssen hier heute alles reinlegen, aber bislang sieht das noch nicht so aus. Aber es wäre wichtig, sich hier heute anständig zu verabschieden. Das wäre ganz, ganz wichtig. Aogo. Choupo-Moting. Neustädter. Roman Neustädter. Probiert's. Neustädter! Und was für ein Ding! 1-1! Meine Güte! 1-1! Roman Neustädter! Was für eine Kiste! Tor des Monats! Dämpfer für den HSV! Neustädter, da hat er viel Platz, aber wer rechnet denn damit, dass der da aus 25 Metern da oben ins Eck reinhaut? Der Ball war klar hinter der Linie, auch wenn er nicht im Netz war. Wir gucken uns das nochmal an. Was für ein Strich, genau ins Eck, ans Lattenkreuz und rein. 1-1, Schalke meldet sich eindrucksvoll zurück. Und Hamburg zu diesem Zeitpunkt wieder abgestiegen. Ja, hier geht's ja mal richtig bunt los, hey. Unfassbar. Was für ein Start hier in die verschiedenen Partien. Wie geht der HSV mit diesem Rückschlag um? Jiracek. Sie suchen direkt wieder den Weg nach vorne. Stark verteidigt. Also drei Tore haben wir schon in der Abstiegskonferenz des heutigen Tages. Gucken wir uns an, was Hünteler macht. Nichts. Gut verteidigt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins einzige Stadion, wo wir heute noch nicht waren, und zwar nach Hannover gegen den SC Freiburg. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus der HDI Arena zu Hannover. Die 96er empfangen den SC Freiburg. Der 14. gegen den 15. Sie sind punktgleich. Und aktuell Freiburg noch vorne, wegen des besseren Torverhältnisses. Das einzige Spiel in der Abstiegskonferenz, wo hier noch nichts passiert ist. Ist aber ein munteres Aufeinandertreffen. Darida, Gede. Die Freiburger letzte Woche mit dem spektakulären Sieg gegen den FC Bayern. Hannover mit dem Sieg gegen den FC Augsburg. Und jetzt vielleicht mal über die Elfmeter in Hamburg. Ja, dann ab nach Hamburg. Ja, Elfmeter für Schalke 04. Nach Foul von Heiko Westermann an Klaas-Jan Huntelaar. Es schien für mich relativ klar, hier Huntelaar versucht da zum Abschluss zu kommen. Heiko Westermann tritt ihm in die Hacken und dann ist das ein Foul und dann ist das ein Elfmeter. Keine Diskussion, Choupo-Moting wird antreten. Ich bitte übrigens die Tonschwierigkeiten zu entschuldigen, die wir hier gerade im Hintergrund des Öfteren haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Unser Veranstalter Shadowplay wird da wohl wieder was vorhaben. Choupo-Moting gegen Adler, die Chance, Choupo-Moting. Ganz cool in die Mitte, 1-2. Schalke dreht die Partie innerhalb von 5 Minuten. Tiefschlag für den HSV. Da führen sie nach gerade mal 4 Minuten und fangen sich innerhalb der nächsten 9 2 Gegentore. Choupo-Moting eiskalt in die Mitte gelupft. Der Junge hat aber richtig Nerven. Spiel gedreht. Die Schalke-Fans freuen sich. Und Hamburg, wie schon nach dem 1-1, immer noch logischerweise abgestiegen. Das ist ganz bitter. Das ist ganz, ganz bitter für den HSV. Erik Maxim Choupo-Moting macht das hier. Und Hamburg muss wieder um die Existenz bangen. Das tut richtig weh, zumal man wirklich gut in die Partie gestartet ist. Aber das waren jetzt zwei individuelle Aussätze und es geht direkt weiter. Neustädter, Neustädter probiert es nochmal aus der Distanz. Aber das war eher nichts. Schafft es Hamburg hier nochmal zurückzukommen?
Man muss nochmal erwähnen, sie haben keine andere Wahl. Wenn sie hier nicht mehr zurückkommen, dann steigen sie ab, dann können sie ihre schöne Uhr direkt heute Abend noch abstellen. Und dann war es das erstmal mit der Bundesliga für den Dino, der sich danach nicht mehr als ein solcher bezeichnen darf. Die Uhr wird ja nicht nur abgestellt, auch das Maskottchen Hermann, der Dino, müsste zu Grabe getragen werden. Und das will man natürlich mit aller Macht verhindern. Wir hatten den Kollegen in Hannover unterbrochen. Zurück zu 96. Ja, hier steht es immer noch 0-0 zwischen den 96ern und den Breisgauern. Ziemlich ausgeglichenes Spiel. Riesenchancen gab es bislang noch nicht für keine von beiden. Jetzt vielleicht mal die Freiburger mit Höfler. Memedi. Admir Memedi, schön gespielt, Doppelpass, GD, Memedi, 1-0 Freiburg. Da sind wir aber genau pünktlich gekommen, die Führung für die Gäste. Ich tue mir schwer, das als verdient zu bezeichnen, aber es ist Fakt und das ist das Wichtigste. 1-0, schöner Doppelpass, Memedi mit GD und dann ist das ein super rausgespieltes Tor. Da sieht Hannovers Defensive gar nicht gut aus, Zieler kann da nichts machen. Und wir haben den aktuellen Stand. Hannover abgestiegen, Hamburg abgestiegen. Nee, Hannover abgestiegen. Nein, stimmt gar nicht. Entschuldigung, ich komme gerade durcheinander. Aktueller Stand, Paderborn abgestiegen, Hamburg abgestiegen, Hannover auf dem Relegationsplatz. Da kommt man durcheinander. Hier passiert heute so viel. Da kann man ja nicht mitkommen. Bitte für Hannover, die hier eigentlich ein solides Spiel bislang gemacht haben, standen hinten sicher. Haben versucht, vorne Nadelstiche zu setzen, gab es noch nicht die zwingenden Chancen, aber eben auch nicht von den Freiburgern. Die aber hier knallhart die erste Chance zum 1-0 nutzen. Briand, vielleicht kommt ja direkt der Gegenschlag. Jimmy Briand, Briand schön durchgesetzt, Jimmy Briand! Und der Kopfball von Sané, Doppelchance für Hannover. Eieiei, Riesending. Sané setzt sich dagegen zwei durch und köpft über das leere Tor. Das wäre es gewesen. So bleibt es vorerst mal bei der Führung für die Breisgauer. Denen ja ein Unentschieden hier auch schon reichen würde. Hannover müsste bei einem Unentschieden noch zittern und auf die Konkurrenz schauen. Ein Sieg würde auch das Team von Michael Fronzek sicher in der ersten Liga behalten. Schöne Balleroberung. Klaus, GD. Freiburg versucht nachzulegen. Es wird interessant zu sehen sein, wie Hannover sich von diesem Rückstand erholt. Das hat schon funktioniert, beispielsweise gegen den VfL Wolfsburg. Aber klappt das Ganze hier auch? Ja, dann nichts wie nach Paderborn. Der SCP gleicht aus, 1-1, 24. Minute. Serdan Lakic bringt Paderborn zurück ins Spiel und das ist absolut verdient. Die haben sich hier nicht hängen lassen nach dem frühen Rückschlag. Und jetzt hier Lukas Rupp, tolle Flanke in den Strafraum. Lakic schraubt sich hoch, setzt sich gegen Rüdiger und gegen Baumgartel durch. Ulreich chancenlos, 1-1. Das ist wieder mal dieser kapitale Tiefschlaf, in dem sich Stuttgarts Abwehr so gerne befindet. Und hier führt es zum 1-1. Noch hat das für Paderborn keine Auswirkungen. Bei den aktuellen Ständen sind sie immer noch abgestiegen. Aber sollten sie hier gewinnen, dann sieht das wieder ganz anders aus. Stuttgart war die ersten 5-6 Minuten die bessere Mannschaft und nach der Führung haben sie kontinuierlich nachgelassen. Und so haben sie dem SCP hier ganz eindeutig den Ausgleich ermöglicht. Und der wäre es natürlich mehr. Lukas Rupp. Der Held des letzten Spiels, der letzten Spieltage, könnte man sagen. Rupp bleibt hängen. Kleines dazwischen. Gentner. Aktuell der VfB auf dem Relegationsplatz. Wegen der schlechteren Tordifferenz noch hinter Hannover. Es ist unfassbar. Hier dreht sich alles schon im Minutentakt. Schwab. Schön gespielt. Harnik jetzt mal auf für außen. Harnik. Schön gespielt. Schwab mit viel Platz in der Mitte. Ist Ginczek. Aber stark verteidigt. Vom SCP.
Hier nochmal das 1:1. Ganz, ganz tolle Flanke. Und Lakic, der muss nicht mehr hochspringen. Der bleibt stehen und köpft hier zwischen zwei Verteidigern durch. Aber jetzt vielleicht die Chance für den VfB durch Christian Gentner zum erneuten Führungstreffer. Flanke kommt, Flanke ist nicht schlecht. Flanke wird geklärt. Klein. Ball immer noch beim VfB, jetzt nicht mehr. Doch, wieder ein Fehlpass. Gentner. Christian Gentner, stark gemacht von Vrančić, der hier den Ball erobert. Vrančić. Jetzt müsste es schnell gehen. Unten geht Bakalorz. Außen steht Lakic. Ich dachte, er spielt nach außen, aber der Ball ist schlecht. Rüdiger ist da. Lakic holt sich den Ball wieder. Lakic! Und die Riesenchance zum 2:1. Und den musst du in so einer Situation machen. Lakic mit einer tollen Balleroberung. Da steht er allein vor Ulreich. Und da hat nicht viel gefehlt. Zur Führung für den SCP, der hier aufgewacht ist, der jetzt hier dabei ist und der weiß, wir kriegen unsere Chance, wenn wir hier weiter so spielen. Und wenn man hier gewinnt, dann muss man eben hoffen, dass man einfach ein bisschen Glück hat, dass die Konkurrenz federn lässt. Schwab. Schwab gegen zwei. Weiß ich hier nur mit einem Schuss in die Menge zu helfen. Bakalorz. Und Rupp. Kotsch. Klein dazwischen. Gegenzug. Schlechter Ball. Ball wieder bei Paderborn. Hier scheint es sich für den Moment etwas beruhigt zu haben. Deswegen gehen wir doch dahin, wo es die ganze Zeit schon richtig brennt. Nach Hamburg. Ja, auch hier hat die Intensität in den letzten Minuten etwas nachgelassen. Schalke führt mittlerweile absolut verdient mit 2:1. Der HSV wirkt nach wie vor schockiert von diesem Doppelschlag der Königsblauen. Giroud jetzt vielleicht mal mit einem weiten Freistoß in Richtung Strafraum. Der ist gut, der ist sehr gut und Fährmann. Tolle Chance für den HSV, die erste seit dem 2:1 im Übrigen. Super Kopfball da von Stieber und Fährmann muss sich ganz, ganz lang machen und fischt den raus. Da wäre es ja fast gewesen, das 2:2 und Eckball für den HSV. Stieber, der Torschütze zum 1:0. Ist nicht so schlecht, aber da hinten ist keiner. Schlimmer Fehlpass. Diekmeyer, Ostrolek. Ostrolek, Ilicevic, Ivo Ilicevic. Fährmann. Kein Problem für den Schlussmann der Schalker. Schalke hatte seit dem 2:1 nicht mehr die ganz großen Chancen, aber sie haben dieses Spiel hier kontrolliert. Das hier ist gerade wirklich die erste Druckphase des Hamburger SV, seit sie hinten liegen. Boah, schön durchgesetzt von Ostrolek. Ostrolek. Und der probiert es alleine und trifft nur das Außennetz. Nächste gute Chance. Da kommen wir genau pünktlich, dass es hier nochmal richtig abgeht. Meine Güte. Richtig heiß wird es hier nochmal. Das sollte man kaum glauben. Schalke schien das hier irgendwie schon abgehakt zu haben. Der HSV auch. Man hatte so kurzerhand das Gefühl, dass sie sagen, ja gut, das 2:1 holen wir nicht mehr auf. Aber man muss es nochmal betonen, sie haben keine Wahl. Sie wollen hier in die zweite Liga, ganz sicher nicht. Ilicevic. Da sogar. Wieder Ilicevic. Außen geht Olic, schön gesehen, kein Abseits. Olic mit der Hereingabe und hinten ist Lasoga. Aber keiner kann klären. Vielleicht Jiracek aus dem Hintergrund, kann er schießen? Jiracek, nein. Gut verteidigt von Schalke. Wir den Ball jetzt hier eher uninspiriert nach vorne schlagen. Ui, Adler, sehr offensiv. Adler, was macht der da? Da muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ball bei den Schalkern, Choupo-Moting. Aber Diekmeyer behält die Nerven. Stieber. Sollte ein Stieber. Katscher. Und Jiracek. Und verteidigt. Kein Foul. Konterchance für Schalke, Ball weg. Wir gucken nach Hannover. Wo der SC Freiburg nach wie vor mit 1:0 führt, aber die 96er lehnen sich auf gegen diesen Rückstand. Die wollen hier den Ausgleich, die wollen hier den Sieg, mit dem Sieg werden sie sicher durch. Aber bislang gab es keine allzu gefährliche Torannäherung, noch immer ist Sanés Kopfball kurz nach dem 0:1 die größte Chance, die 96 zustande gebracht hat. Aber der Druck ist groß in Richtung des Kastens von Roman Bürki. Andreasen. Noch knapp eine Minute bis zur Pause. Andreasen schön durchgesetzt. Leon Andreasen und da ist in der Mitte Brion! Riesenchance!
Und da ist eben genannter Roman Bürki und rettet dem SC Freiburg in die Führung. Super Reaktion aus der Entfernung. Briand völlig frei. Und da wäre es ja fast gewesen. So, nochmal Eckball. Lars Stindl, sage ich schon. Edgar Pripp. Mit der Ecke. Kommen Sie hier nochmal vor der Pause. Pripp. Ball geklärt. Albonos. Sané. Pripp. Edgar Pripp. Schlechter Pass in die Freiburger. Komm an den Ball. Konterchance wird aber auch vereitelt. Und das gibt den Freistoß für Freiburg. Und dann sind wir auch bereits in der Nachspielzeit. Und dann ist eine sehr aufregende erste Hälfte auch schon vorbei. Kaum zu glauben, was hier abging. Wir fassen uns mal kurz zusammen. Aktuell Hannover, wie man hier sieht, liegt 1-0 gegen Freiburg hinten. Schalke führt 1-2 in Hamburg und Stuttgart und Paderborn. Da steht es aktuell noch unentschieden. 1-1 aktueller Stand. Also Paderborn abgestiegen als letzter, Hamburg als vorletzter, Hannover auf dem Relegationsplatz. Nein, stimmt gar nicht. Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Hannover 15 und Freiburg 14 aktuell. Also diese beiden Teams hier gerettet. Memedi. Gede. Gut verteidigt. Andreasen. Kiyotake. Ich entschuldige auch hier die Tonschwierigkeiten. Ich weiß nicht, warum der Ton ab und zu abbricht. Da hat Shadowplay irgendeinen Scheiß gemacht. Albonos. Vielleicht nochmal die 96er. Albonos, der Chilene. Verliert den Zweikampf. Und jetzt ist Pause. Freiburg führt. Mittlerweile eher glücklich als verdient, das muss man sagen. Die Fans sind trotzdem zufrieden. Für sie heißt das aktuell den Nichtabstieg. Für Hannover auch. Aber man will sich hier sicherlich nicht darauf verlassen, dass die anderen genauso spielen, wie man das gerne hätte. Das war die erste Halbzeit der Slendytube Abstiegskonferenz. Und wir sehen uns dann gleich wieder zu Halbzeit 2. Wir sind pünktlich zurück zum Beginn der zweiten Hälfte. Willkommen zurück in Paderborn, wo der SCP aktuell 1-1 spielt gegen den VfB Stuttgart. Bacalords, gleich mal der Angriff. Das mit dem Ton wird irgendwie auch nicht mehr besser, das tut mir leid. Das habe ich euch sowas Schönes hier zusammengeschustert und dann backt der Ton rum. Das darf ja nicht wahr sein. Also 1-1 hier, das hilft aktuell beiden Mannschaften nicht wirklich. Rupp, Lakic, Lakic, Serdan Lakic, kommt nicht zum Schuss. Schwab, die Davi. Ginczek. Wieder gut verteidigt. Paderborn war am Ende der ersten Halbzeit immer noch das klar bessere Team, hatte die besseren Offensivaktionen. Jetzt vielleicht mal der VfB, die Davi mit dem weiten Ball auf Harnik. Uiuiui. Was macht Rupp denn da? Das sah irgendwie weniger souverän aus. Von Lukas Rupp. Hier sehen wir nochmal die Davi. Das ist eine Chance aus der ersten Halbzeit. Wo er den Kasten aber relativ klar verfehlte. Ich glaube, bevor das mit dem Ton hier noch schlimmer wird, gehen wir lieber schnell nach Hamburg. Wo der Dino aktuell immer noch mit 2-1 gegen Schalke zurückliegt. Aber sie bäumen sich auf. Guter Beginn des HSV hier in dieser zweiten Halbzeit. Jiracek kann sich nicht durchsetzen. Der HSV kam gut aus der Kabine, hatte schon eine gute Chance durch Pierre Michel, sogar kurz nach Wiederanpfiff. Schalke ist am Ende der letzten Halbzeit nur so richtig in so einen Trance-Zustand verfallen, hat nichts mehr nach vorne gemacht, nur noch die Bälle irgendwie hinten weggeschlagen und das schon kurz vor der Pause. Kein gutes Zeichen, aber noch führen sie. Choupo-Moting. Meier. Max Meier. Gut durchgesetzt. Max Meier, Max Meier, immer noch Meier! Und dann ist er drin! 3-1! Und das ist aus dem Nichts! Gerade sagte ich es noch, Meier hier an einem vorbei, an zwei vorbei. Und dann geht da keiner wirklich beherzt hin. Und da hat dann der gute René Adler keine Chance. Und das ist wieder halt ein kollektives Versagen der Abwehr des Hamburger Sportvereins. Meier setzt sich gegen drei Leute durch und dann macht er das souverän. 3-1 für Schalke. Das ist wirklich schmeichelhaft, das muss man klar so sagen. Sie hatten hier lange Zeit nichts mehr in das Spiel investiert. Und drücken den HSV jetzt noch näher ans Ende. Das tut weh. Das tut aber richtig weh. Sie waren so gut gestartet. Lasogga die Riesenchance zum Ausgleich gehabt. Und jetzt liegen sie 1-3 hinten und brauchen hier noch zwei Tore. Sie brauchen drei. Stimmt gar nicht, sie brauchen drei, um oben zu bleiben. Vielleicht kommt jetzt schon das erste. Nein, Matip, passt auf. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Und jeder HSV-Fan wird jetzt hier gerade leiden im Stadion. Böger. Kommt nicht durch gegen Ostscholek.
Uninspirierter Schlag nach vorne, keine Chance. Neustädter. Choupo-Moting. Hamburg war... Tor in Hannover! Ja, dann nichts wie nach Hannover. Leon Andreasen! Macht das 1-1, 96 ist wieder da. 58. Spielminute. Und das ist sowas von verdient. Tolles Zuspiel von Kiyotake. Andreasen setzt sich durch. Und dann muss man darüber diskutieren, ob Stindl hier im Abseits steht, weil der Birki klar irritiert. Aber sah in den Einstellungen bislang nicht so aus. Stindl springt über den Ball, nein, und dann ist er nicht im Abseits. Da hinten hebt Sorg das auf. 1-1 für die Niedersachsen. Für die Niedersachsen. 1-1, jetzt erstmal. Hannover hat sich zurückgekämpft. Bleibt aktuell auf Rang 15. Was ja auch noch der direkte Nichtabstieg wäre. Der direkte Nichtabstieg gibt es eigentlich. Aber es tut ihn auf jeden Fall gut, wie dem auch sei. Briand. Hannover hat gekämpft. Vor allem mit der ersten Halbzeit nach dem 0-1 Rückstand waren sie richtig, richtig stark. Und jetzt sind sie auch endgültig wieder da. Aber Freiburg kommt mit. Elfmeter in Paderborn. Meine Güte, da geht's ja ab. Ab nach Paderborn. Und es gibt den Strafstoß für die Ostwestfalen. Paderborn hat die Riesenchance zur Führung. Florian Klein bekommt die gelbe Karte, hat Christoph Heinloth abgeräumt. Wir sehen es hier. Heinloth will schießen, stolpert dann über die Füße. Das ist eine harte Entscheidung, aber das ist eine korrekte Entscheidung. Das muss Strafstoß geben. Heinloth kann sonst ganz in Ruhe abziehen. Und jetzt hat Paderborn die riesengroße Gelegenheit, hier in Führung zu gehen und sich auf den Relegationsplatz zu schießen. Und Serdar Lakic übernimmt die Verantwortung. Er hat bereits das 1-0 gemacht. Und Sven Ulreich ist bei Gott nicht als Elfmetertöter bekannt. Serdar Lakic mit der Chance. Lakic rutscht aus! Und der Elfmeter ist nicht drin. In allerbester Bayern-München-Manier. Serdar Lakic rutscht weg, Ball geht deutlich drüber und es bleibt beim 1-1. Ist das bitter. Das hätte es sein müssen. Hier hätte... Tor in Hamburg! Ja, wo auch sonst, ab nach Hamburg. Der ASV ist zurück, Anschlusstreffer 2-3. Pierre-Michel Lasogga. Da jubeln sie schon, als hätten sie es geschafft, aber es steht erst 2-3. Lasogga setzt sich toll gegen drei Verteidiger durch und luft den Ball dann clever noch über Ralf Fährmann in die Maschen. Aber die Jubelmassen, die da abgehen, die verstehe ich absolut nicht. Sie brauchen hier noch zwei Tore. Vorher geht gar nichts. Wenn sie hier keine drei Punkte holen, sind sie weg. Völlig egal, was die Konkurrenz macht. Aber Lasogga bringt zumindest ein bisschen die Hoffnung zurück. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. 30 Minuten für den HSV, um sich doch noch den Verbleib in dieser Liga zu sichern. Schalke wirkte in den letzten Minuten wieder schläfriger. Es war wieder, nach dem 3-1 war es wieder, ja, die Einstellung, jetzt haben wir es geschafft. Aber so ist es eben nicht. Wir sind noch nicht im Ziel. Neustädter. Choupo-Moting. Aogo. Und Neustädter. Vielleicht jetzt mal wieder. Neustädter. Neustädter! Kein Elfmeter. Schalker Fans protestieren. Schiri sagt nein. Hätte man. Tor in Paderborn! Nach Paderborn sofort! Der SCP führt! Hier bebt ein ganzes Stadion und es ist Serdar Lakic! Ulreich hält den Schuss von Rupp zuerst gut und dann lässt er ihn genau nach vorne abprallen. Und Lakic nutzt das und köpft den Ball unhaltbar ins hintere Eck. 2-1 für den Aufsteiger. Und das bedeutet in der aktuellen Situation Hamburg weg, Stuttgart weg, Paderborn auf dem Relegationsplatz. Und es ist ausgerechnet Serdar Lakic, der Mann, der vorher noch den Elfmeter vergab. Und jetzt hier ein ganzes Stadion beseelt. Und es ist verdient. Es ist weiterhin verdient. Der VfB macht viel zu wenig in dieser zweiten Halbzeit. Und liegt jetzt hinten. Und muss jetzt was tun. Leitner. Boah, wird da oben gesenzt. Vorteil. Maxim. Schwab. Stoppelkamp. Kostic. Kostic. Foul. Das muss einen Freistoß geben. Da bin ich ganz der Meinung des Schiedsrichters. Und es gibt auch Gelb. Gegen Uwe Hünemeyer. Völlig korrekt. Hier führt also der Hausherr. Das ist in Hannover noch nicht der Fall. Da hat sich allgemein schon lange nichts mehr getan.
Ja, aber jetzt vielleicht Hannover im Vorwärtsgang mit Pripp, Pripp. Und hinten ist Briand. Und Nachschuss. Und jetzt ist der Ball weg. Das haben wir wieder, waren wir wieder pünktlichst hier in Hannover zur größten Chance seit mindestens 20 Minuten. Hannover gibt richtig Gas. Briand. Die wollen hier unbedingt den Sieg. Andreasen, Andreasen. Knapp vor seinem zweiten Tor hier. Riesendoppelchance für die 96er. Den man hier ganz klar anmerkt, die sind mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Ist ja auch klar, ihnen reicht kein Unentschieden nicht sicher. Freiburg dagegen schon. Und das merkt man auch, die Breisgauer nicht mehr mit dem ganz großen Offensivdrang. Doppelwechsel jetzt bei 96 und auch bei Freiburg. Aktuell sind die Ergebnisse gut für Hannover. Aktuell sind sie direkt weiter oder direkt weiter drin, sagen wir so, genauso wie Freiburg. Aber das kann eben schnell kippen. Stuttgart ist das Ergebnis eng, Hamburg mittlerweile auch wieder. Schmid. Und Gözelham. Kiyotake. Kiyotake hat schon lange nicht mehr Tor in Hamburg. Ja, ich wollte gerade sagen, hat lange nicht mehr getroffen. Wer hat denn in Hamburg schon wieder getroffen? Ist das Ende für den HSV in der ersten Bundesliga? Es steht 2-4. Schalke mit einem tollen Konter. Huntelaar mit einem super Tor. Eiskalt macht das da der Hunter, unhaltbar für René Adler. Da kommt der viel zu schnell, der Ball, und die Verteidigung überrumpelt von diesem schnell Angriff von Nummer 1, muss man Schalke 04 lassen. Vorne sind sie heute gnadenlos effektiv. Und für den HSV sieht es jetzt ganz düster aus. Die bräuchten noch 3 Tore hier in 10 Minuten, um doch noch in der ersten Liga zu bleiben. Und Freunde, ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Dafür haben sie bislang noch nicht entschlossen genug gespielt. Westermann. Westermann holt sich den Ball zurück. Stark gemacht. Ilicevic. Ilicevic. Außen geht noch. Boah, Nastasic. Hartes Einsteigen, und der hatte schon gelb. Der hatte schon gelb, und Schalke ist nur noch zu zehnt. Gelb-rot für Nastasic. Das ist völlig in Ordnung. Da kommt er klar zu spät. Und Schalke muss hier also noch 10 Minuten in Unterzahl rumbringen. Wir gucken nach Hannover. Wo das Team von Michael Fronzek nach wie vor wild gegen das Tor der Freiburger anstürmt. Aber noch kein Erfolg. Schmid. Schmid. Boah, stark gemacht von Schmiedebach. Schmiedebach mit dem Ball auf Briand. Jimmy Briand. Briand. Nachschuss. Tor. 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 2-1. Jetzt ist er drin. Selten ein so verdientes Tor gesehen. Ich bin schon ganz durcheinander. 2-1 für Hannover. Und das ist mindestens 50% Schmiedebachs Verdienst. Der ganz toll den Ball erobert und Briand super in Szene setzt. Der scheitert mit seinem ersten Versuch noch. Und dann der Nachschuss. Drin. 2-1. Für die Niedersachsen, die sich damit definitiv gerettet haben. Also aktuell natürlich. Freiburg indes rutscht auf 15. Aber hat aktuell auch noch keine Probleme damit. Da sowohl Stuttgart als auch Hamburg hinten liegen. Aktuell also Hannover 14, Freiburg 15, Paderborn 16, Stuttgart 17 und Hamburg 18. 2-1, das hat sich das Team verdient. Sie hatten viele, viele Gelegenheiten. Jetzt ist er drin. Und jetzt müssen sie das noch über diese restlichen 8 Minuten über die Zeit bringen. Wenn man mal davon ausgeht, dass Hamburg vielleicht nicht mehr unbedingt noch gewinnt, dann ist die größte Gefahr, die Hannover hier eventuell noch haben kann, dass Stuttgart nochmal ausgleicht, beziehungsweise in Führung geht. Stuttgart müsste in Führung gehen, um nochmal gefährlich zu werden. Also auch das ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, die Chance ist hoch, dass Hannover auch ein Unentschieden reichen würde. Aber natürlich wollen sie jetzt hier den Sieg über die Zeit bringen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Nochmal Wechsel bei Freiburg. Franz kommt.
Das war ein super Spiel hier. Das ist es immer noch, das muss man sagen. Offensiv beide Teams und jetzt der nächste Freistoß für Freiburg. Schmid. Das ist Franz, das ist der neue Mann und es steht 2-2. Das nenne ich mal einen Einstand. Jonathan Schmid mit dem Freistoß und der neue Mann, der ist noch keine 5 Sekunden auf dem Platz. Macht mit seinem ersten Ballkontakt das 2-1. Marcelo verschätzt sich, Schulz verschätzt sich, Zieler ist chancenlos. Und so schnell kann das gehen. Hannover kriegt so richtig eins auf die Mütze hier. So schnell kann das gehen, Mike Franz. Gerade erst eingewechselt und schon mit dem Tor. 2-2. Wie erwähnt, Stand jetzt reicht das beiden Teams. Stand jetzt reicht das beiden Teams. Der einzige, der ihn noch gefährlich werden kann aktuell, ist der VfB Stuttgart. Und ich würde sagen, da gucken wir mal hin. Der VfB müht sich, er kämpft. Sie haben jetzt auch erkannt, dass sie absteigen, wenn das hier so ausgeht. Sie haben noch knapp 3 Minuten. Und jetzt erstmal eine gute Freistoßgelegenheit. Paderborn verteidigt das hier gerade leidenschaftlich. Sie wissen auch, aktuell haben sie den Relegationsplatz. Gentner mit dem Freistoß. Christian Gentner. Richtung Klein, da kommt keiner hin. Rafa, na, kann den Ball nicht mehr klären, gibt Einwurf für den VfB. Stuttgart hat hier lange Zeit viel zu wenig gemacht. Auch nach dem 2-1 hat es lange gedauert, bis sie sich aufgerafft haben. Und das kann in so einer Situation tödlich sein. Schwab. Schön verteidigt von Rafa Lopez. Eingewechselt worden vor kurzer Zeit. Stoppelkamp. Vielleicht nochmal der Gegenzug der Paderborner. Stoppelkamp. Aber Rüdiger bleibt cool. Wer hätte gedacht, dass das so endet? Stand jetzt sind die zwei mit namenhaftesten Vereine weg. Hamburg und der VfB. Kotsch probiert's. Gute Chance für Paderborn hier nochmal. Und die offizielle Spielzeit ist rum. Wie viel gibt's oben drauf? Wie viel Zeit bleibt dem VfB Stuttgart noch? Brancic. Rüdiger. Wieder verteidigt. 5 Minuten gibt's oben drauf. Brancic. Aber das geht für den VfB in die falsche Richtung aktuell. Leitner holt den Ball. Wir gucken mal noch nach Hamburg. Wo mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzten Minuten des Hamburger SV in der ersten Bundesliga laufen. Die Nachspielzeit läuft, der HSV liegt nach wie vor 2-4 hinten und ist faktisch abgestiegen. Auf dem letzten Platz. Lang ist es nicht mehr, man hat sich hier auch mehr oder weniger damit arrangiert. Die einzigen Fans, die man gerade noch hört, sind die Schalker. Hamburg ist geschockt. Und jetzt ist Schluss, oder? Nein, ist nicht Schluss, Entschuldigung. War wohl abseits. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, war abseits. Hier war schon kurz die Aufregung groß. Und ich höre gerade, die Partie in Hannover ist zu Ende. Was bedeutet, dass Hannover und Freiburg sich beide sicher gerettet haben. Meier nochmal. Abgelaufen. Freistoß für Schalke. Es ist vorbei. Es ist vorbei. 3 Tore wird der HSV hier sicher nicht mehr schießen. Damit steht fest. Ich höre gerade auch, Stuttgart ist rum. Der Hamburger SV steigt zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte in die zweite Liga ab auf Platz 18. Stuttgart folgt auf Platz 17. Platz 16 hat sich der SC Paderborn erkämpft, wird in der Relegation antreten. Gegen den Dritten der zweiten Liga. Wer das ist, wissen wir noch nicht. Adler nochmal mit dem tollen Reflex. Hannover hat sich auf Rang 15 gerettet, Freiburg auf 14. Am Ende eine eher unerwartete Situation. Viele hätten damit gerechnet, dass sich zumindest der VfB rettet und eher Paderborn absteigen würde. Aber so ist es nicht gekommen. Hier laufen die letzten Sekunden der Hamburger Bundesliga-Zeit. Und jetzt ist Schluss, aus, Ende. Hamburg muss in die zweite Liga. Gefolgt
vom VfB Stuttgart und vielleicht dem SC Paderborn. Es ist Schluss, aus, Ende, es ist vorbei. Meine Güte. Welch Dramatik. Wer hätte mit so einem Ausgang gerechnet? Ja, liebe Freunde, ich persönlich nicht. Aber so ist es nun mal. So endet die Saison hier beim FIFA Bundesliga Let's Play zur Saison 2014-2015. Das war's tatsächlich. Ich habe die Hoffnung, dass euch das jetzt hier gefallen hat, dieser letzte Spieltag. Ich dachte, da macht man nochmal was Besonderes, was wir jetzt auch geschafft haben. Und ja, mal sehen, wie es morgen wirklich ausgehen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr nervös. Ich zitter sehr mit meinen 96ern dann morgen mit, weiß noch nicht, ob ich das nervlich durchhalte. Ich würde mir wünschen, dass es so läuft wie jetzt gerade. Einerseits, weil ich natürlich will, dass Hannover oben bleibt. Andererseits, weil ich es ganz gern hätte, dass Paderborn in die Relegation kommt. Und drittens, weil ich ganz froh wäre, wenn der HSV mal absteigen würde. Kleiner netter Gruß an die HSV-Fans von meiner Seite. Nee, ich habe eigentlich nichts gegen euren Verein, aber so wie ihr spielt, gehört ihr aktuell einfach nicht in die erste Liga. Ist ja auch egal. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, sehr, sehr herzlich sogar, fürs Zugucken bei diesem FIFA Bundesliga 2015-2016 Let's Play, das wir jetzt die ganze Saison über gespielt haben. Wir hatten ein Video an jedem Spieltag. Wir hatten tolle Spiele, wir hatten viele, viele Performance-Probleme, das tut mir leid. Die habe ich jetzt am Ende hier tatsächlich ein bisschen gefixt gekriegt, ihr habt es ja gemerkt. Lief alles gut, das Einzige, was ich jetzt hatte, waren die Tonprobleme, die bei Shadowplay irgendwie des Öfteren auftreten. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe ja jetzt 2 Monate Zeit, mir das anzugucken. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, wollt ihr denn in der nächsten Saison nochmal so ein Let's Play? Weil, wenn kein Interesse besteht, dann lasse ich es. Es ist immer wieder, war oftmals knapp, das aufzunehmen, weil ich halt immer so lange wie möglich gewartet habe, damit man auch die richtigen Aufstellungen und sowas kriegt. Und deshalb, wenn es nicht genug Leute interessiert, werde ich das im nächsten Jahr lassen, auch weil es mich ja einfach sehr oft aufgeregt hat. FIFA ist einfach ein Spiel, das sich allgemein wohl nicht sehr gern aufnehmen lässt. Ja, dann ist es halt so. Ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß in diesem Jahr, weil ich einfach auch nach dem WM-Special nicht aufhören wollte mit FIFA, weil es war ja dann das erste Mal, dass ich so wirklich regelmäßig was gemacht habe mit FIFA auf diesem Kanal, was es ja davor noch nicht so gab. Und von daher hat es mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe auch, wir sehen uns weiterhin hier auf SlendyTube. Guckt euch um, wenn euch so FIFA-mäßig was interessiert, dann guckt euch auf jeden Fall das WM-Special an, das wir letztes Jahr hatten. Zur Weltmeisterschaft gab viele, viele Spiele. Ich empfehle euch persönlich das Halbfinale und das Finale, wenn ihr Bock habt, das anzugucken. Ansonsten, wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr euch gerne das ganze Turnier angucken. Gab auch spektakulär schöne Tore. Und ja, ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmal für das Jahr, dass ihr hier mit, oder das Jahr, das Dreivierteljahr, die Saison, die ihr hier mitgefiebert habt vielleicht. Schreibt mir doch noch in die Kommentare, was ihr denn tippt. Wer steigt ab? Wer schafft die Relegation? Wer schafft es direkt? Ich bedanke mich nochmal fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Let's Play hier auf SlendyTube wieder. Bis dahin, tschüss, bye bye.